Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Heart of the Hurricane Box von Beyond the Black. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Heart of the Hurricane von Beyond the Black. Das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Es ist eine relativ flache Box, von den Ausmaßen her generell etwas kompakter, eine etwas kleinere Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier bei den Schweißnähten einschneiden. Das eignet sich immer gut. So, dann hatten wir hier noch auf der Folie einen FSK 6 Hinweis, der uns darüber informiert, dass wir hier auch eine DVD vorfinden werden. So sieht die Box aus. Wir lesen hier oben den Namen der Band, Beyond the Black. Es ist, wie vom Namen her vielleicht nicht zu erwarten, aber es ist eine deutsche Band. Und wir haben hier darunter dann den Albumtitel Heart of the Hurricane. Also das Herzen des Hurricanes. Auf Deutsch könnte man das vielleicht übersetzen mit, ja, das Auge des Sturms ist ja, glaube ich, eher gängiger. Also wir sagen eher nicht so das Herzen, sondern eher das Auge des Sturms. Dann haben wir hier Collectors Limited Box Edition stehen. Und dann haben wir hier die Sängerin der Band, die hier abgebildet ist, Jennifer Haben. Und hinter ihr eben der besagte Hurricane. Der hier sieht so aus, als wären das hier Gebäudeteile, so Gebäuderuinen durch die Gegend wirbelt. Ja, und hier bei ihren Händen noch ein bisschen Staub oder so Glitzer. So, hier unten lesen wir wieder Albumtitel plus den Namen der Band. Rechts das Ganze in dunkelgrau und braun gehalten. Oben wieder Band und Albumtitel. Hier lesen wir nur den Albumtitel und Limited Box Edition. Auf der Rückseite haben wir hier einmal die Info, was sich in dieser Box befindet. Und zwar lesen wir hier, diese Box enthält Digipack, CD, DVD inklusive zwei Bonustracks, DVD der Japan Live Show vom Loud Park Festival 2017, Anhänger, Patch, Poster und Autogrammkarten. Dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben 13 Stück auf dem Album plus zwei Bonustracks, also 15 gesamt. Und dann haben wir noch die Info, was sich auf der DVD befindet, nämlich die 8 Tracks, die hier auf dieser DVD gespielt werden. So, dann haben wir hier unten die Beteiligten und einen Barcode, plus hier dann nochmal veranschaulicht der Boxinhalt. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier auf der Seite aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Patch. Dann haben wir Autogrammkarten von allen Bandmitgliedern. Sehr schön. Also insgesamt 5 Stück an der Zahl. Dann haben wir hier so ein kleines Schächtelchen. Das Album an sich inklusive DVD. Und das dürfte dann wohl hier ein Poster sein. So, von innen die Box in Weiß. Klappen wir wieder zu und packen wir zur Seite. Und nachdem hier das Album noch in Folie ist, werden wir dieses hier mal rausschneiden. So. Gut, dann kann es auch schon losgehen mit dem Album. Wir haben auch hier wieder einen FSK 6 Hinweis, allerdings ist dieser diesmal nicht auf der Folie angebracht, sondern, da muss ich jetzt sagen, leider ist dieser hier aufgedruckt. Also den können wir hier nicht abmachen, der ist hier im Cover integriert, also so aufgedruckt, naja. Das Cover ist das, was wir auch schon von der Box kennen, also hier wieder die Sängerin inklusive des Hurricanes. Das Ganze kommt in einem Digipack. Hier lesen wir wieder Beyond the Black, Heart of the Hurricane. Und auf der Rückseite dann die Tracklist, wie gesagt, 15 Stück an der Zahl.
Es sind hier keinerlei Gastbeiträge oder so mit drauf. Es sind wirklich 15 Tracks der Band ohne fremde Mithilfe. Und dann haben wir hier noch die Live-DVD auch wieder angeführt mit den 8 Tracks, die hier live gespielt werden. Ja, hier wieder Beteiligte plus Barcode. Und hier sehen wir es auch, eine Ruinenlandschaft. Also so sieht es dann wahrscheinlich aus, nachdem der Hurricane hier durchgefegt ist. Die Gebäude hier ziemlich zerlegt. Oh, ziemlich traurige Landschaft. Okay. So, als erstes schauen wir mal in dieses kleine Täschchen, denn hier haben wir das Booklet. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Und zwar haben wir hier die Lyrics der einzelnen Tracks. Sehr schön. Also, wir sehen, obwohl die Band eine Deutsche ist, haben sie hier die Lyrics auf Englisch verfasst, was zu erwarten war, nachdem ja auch der Bandname Englisch ist und auch die Tracks selber hier englische Titel tragen. Da wäre es wohl sehr verwunderlich, wenn die dann in Deutsch wären, die Lieder. So, also jede Menge Text, jede Menge Lyrics. Dann haben wir hier die Band, die fünf Mitglieder der Band, also die Dame hier plus die vier Herrschaften. Hier lesen wir dann nochmal die einzelnen Namen plus wer wofür hier zuständig ist. Sehr schön. Weitere Lyrics. Ja, und das zieht sich hier so komplett durch. Dann haben wir zum Abschluss noch die Infos, also die Credits. Wer war hier beteiligt? Wer hat hier mitgewirkt? Können wir alles nachlesen. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung. Also, Jennifer hat sich hier bei diversen Personen bedankt. Und dann haben wir auch etwas kürzere, aber ich schätze mal, Jennifer hat sich hier im Namen aller bedankt. Und dann haben wir dann noch von Chris, Stefan, Tobi und Kai etwas kompaktere Danksagungen. Ja, also ein sehr umfangreiches Booklet. Dann auch hier die DVD-Credits und weitere Infos zu den Tracks, die hier live performt wurden. Gut, sehr schönes Booklet. Da ist echt alles drin, was man so braucht. Dann kommen wir zum weiteren Inhalt des Digipacks. Also, was lesen wir hier? We are anchored in the center of our souls. You can't take away the love and we won't regret what we have hoped. Ja, okay, schöne Worte. Dann haben wir hier die CD, die Album-CD. Sieht so aus. Passend zum Albumtitel dann hier so eine Spirale, die so ein bisschen an einen Hurricane erinnert. Und auf der Rückseite, also auf der hinter der CD, auf dem Innenleben, auf der Innenseite des Covers sehen wir dann hier wieder diese trostlose Landschaft. Also wie gesagt, der Hurricane hat hier eine Trümmerlandschaft hinterlassen. Und in der rechten Stecktasche haben wir dann eine DVD. Die sieht so aus, Live-DVD. Und der haben wir eben auch diesen FSK 6 Hinweis zu verdanken. So, dann packen wir auch die DVD wieder zurück. Finde ich auf jeden Fall gut, dass man das hier beides untergebracht hat und nicht irgendwie so ein Digi-Sleeve oder so eine Papphülle da extra mit reingepackt hat. Das hat alles hier in dem Digipack Platz gefunden. Ne? Dann haben wir die Autogrammkarten. Wie gesagt, jedes der Bandmitglieder hat eine eigene. Somit haben wir fünf Autogrammkarten. Einmal hier die Autogrammkarte von Jennifer, hier mit goldenem Stift unterschrieben. Dann die von Tobi, die von Stefan, Kai und Chris. Ja, die sehen echt gut aus, sind stabil und auch alles in einer Hochglanzoptik. Auf der Rückseite glatt weiß, so muss das sein. Und wir haben dann hier auch, das ist relativ selten, aber wir haben dann hier auch noch die Info, was für einen Part sie übernehmen in der Band, also was für ein Instrument sie spielen oder ob sie auch noch singen. Sehr schön. Ein Patch ist mit dabei. Dieser ist in Schwarz und Weiß. Hier lesen wir wieder den Namen der Band. Das Ganze hier im Querformat und rechteckig. So sieht das aus. Dann haben wir ein Poster. Das schauen wir uns mal an. So, auf der einen Seite haben wir die Mitglieder der Band. Hier alle stehen sie zusammen. Hier unten lesen wir wieder Beyond the Black, Heart of the Hurricane. Und hinter ihnen fliegen auch schon wieder die Fetzen. Also der Hurricane dürfte gerade durchziehen. Und
auf der Rückseite haben wir dann hier wieder diesen Spruch, diese Zeilen, die wir auch schon im Booklet hatten, plus die Sängerin und hier wieder Name der Band plus Albumtitel. Also, das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat und einmal im Querformat. So, dann packen wir das Poster wieder zusammen und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier so ein kleines Etui, hier in Schwarz und Weiß. Das Ganze geht dann hier auf. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Es hat sich verkeilt scheinbar. Okay, dann machen wir mal die andere Seite auf. Gar nicht so einfach. Junge, Junge. So, aber jetzt. Und zwar haben wir hier einen kleinen Druckverschlussbeutel. Der ist echt sehr, sehr kompakt. Und in diesem haben wir dann einen Anhänger. So sieht das aus. Wir haben hier, es dürfte wohl ein Rabe sein, hier so in Schwarz und Silber, also in so einem Metallic Look. Und dann haben wir darunter das Logo hier, die Buchstaben BTB, also Beyond the Black. Auf der Rückseite lesen wir dann auch nochmal den Namen der Band. Und dann haben wir hier oben eine entsprechende Öse, wo man das Ganze dann mit einer Schnur einfädeln kann. Und dann kann man das hier um den Hals tragen. Jawohl, also schöner Anhänger. Erinnert mich so vom Design her ein bisschen an den Spotttölpel von Tribute von Panem. Aber der ist echt sauber gestaltet. Jawohl, gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Anhänger, der kommt hier in diesem kleinen Etui hier, in diesem Karton-Etui. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann die Autogrammkarten, 5 Stück an der Zahl von allen Mitgliedern der Band, jeweils eine und auch jede original unterschrieben. Und dann natürlich noch das Album an sich, Heart of the Hurricane, mit insgesamt 15 Tracks plus der Live-DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Heart of the Hurricane von Beyond the Black. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beyond the Black unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.